Zum dritten Mal in dieser Aufnahmesession spiele ich jetzt schon auf dem Übungsgelände in Hereford und wieder mal Geisel. Na, ob das gut geht, das werden wir sehen, aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Also als wir beim letzten Mal auf Kanal gespielt haben, hatte ich doch bei der Einverteidigungsrunde, als ich nicht geschnallt habe, wo der Entschärfer ist, hatte ich doch Doc und da habe ich doch meinen ersten Kill gemacht mit der P90, also ein kleines Erfolgsmomentum. Ihr müsst die Geisel zurückholen. Aber das ist Vergangenheit, ich brauche noch genau 550 Ansehen, bis ich mir den nächsten Operator gönnen kann. Und mal sehen, wie es hier läuft. Die Karte finde ich auch gut. Ah, Treppmaus ist da hinten. Hat jemand im Keller nachgeschaut? Ich meine, nein. Aber hier ist auch niemand. Ja, die war nämlich da hinten. Auf dieser Karte. Haben die Mute? Nein, haben sie nicht. Sie haben Puls, Bandit. Den Rest schaue ich mir später an. Jetzt schaue ich erstmal zu, dass ich überlebe. Ich fahre hier rein. 5 Sekunden bis Einsatz. Und verstecke mich im Regal. Hoffe ich, dass ich mich verstecken kann. Meine. Nächste Kamera ist diagonal. Vorsicht. Zu dieser Ecke. Da gehe ich hin, damit die erstmal weniger zu markieren haben. Ist für mich auch eine Grundvoraussetzung, erstmal die Kameras zu zerstören. So, die Säcke sind da oben. Fuse habe ich nicht genommen, weil Geisel. Kann man zwar auch machen, wenn man einfach den... das Streumuster der Granaten kennt. Jetzt überlege ich gerade. Also Sledge könnte hier wunderbar aufmachen, den haben wir aber nicht. Ich mach's mal. Falls jemand von uns rein will und falls ich gleich sterben sollte. Jetzt schauen sie vielleicht zu dem Fenster. Ich glaube, ich gehe eine Etage tiefer rein. Ja. Mach eine Kamera kaputt und versuche mich am Treppenhaus. Ist die Kamera schon... kaputt. Ich habe auf die Kamera geschaut. War der eben an der Wand oder war der unten? Ich glaube, der war oben an der Wand. Nee, er war unten. Kacke. Ja, manchmal muss man abwägen. Erst Kamera oder nicht. Und in dem Fall habe ich mich falsch entschieden. Aber zum Glück habe ich da das eine verstärkte Fensterchen aufgemacht mit meiner Ladung. Dann fühle ich mich nicht ganz so nutzlos. 3 gegen 3. Meine Kamera steht auch gar nicht mal so verkehrt. Aber ich schaue den mal zu. Die Geisel nehmen sie mit. Ich schaue den mal zu, der unseren Kollegen deckt. Umgebracht und gewonnen. So, jetzt sind wir Verteidiger. Da werde ich auf jeden Fall den Störsendermann nehmen. Ist einfach einer meiner Lieblingsspieler, weil ich eben der Überzeugung bin, dass es einer der wichtigsten ist. Habe ich jetzt, glaube ich, die letzten Folgen schon oft genug gesagt. Super. Kapkan finde ich auch gut. Kersel kann auch nicht schaden. Tatschanka, da hätte ich Jäger lieber. Oder Kamerafrau. Na, Doc geht auch. Ich kann ja mal so langsam richtig loslegen. Also die 550 Ansehen bekomme ich heute noch rein. Daran wird es nicht scheitern. Aber... wo sind wir? Erdgeschoss. Nicht so gut, da gibt es so viele Wege für die Kamera. Man kann von oben reinfahren, weil oben gibt es ja auch Zugänge. Ich wurde entdeckt. Ja, an sich ist es schon zu spät mit dem Störsender hier hinten. Aber schaden kann es trotzdem nicht. So, hier haben wir doch die Garage. Moment. Dann machen wir hier einerseits zu. Hier wird aber auch verstärkt. Kersel konnte links von mir noch zumachen, wenn ich drin bin. Ich will eine Weste. Ja, zur Kamera komme ich jetzt zu spät.
Ah, da hinten rennen sie wohl nicht lang, dann eher da. Doch, da hinten. Stimmt, bei Locker? Bei Unranked? Oder bei Casual, keine Ahnung. Könnt ihr euch aussuchen. Spawnt man ja immer zusammen. Ja, Sledge, ich weiß, dass das Sledge ist. Na, noch ein weiterer, hä? Feind gescannt? Aber es wird nicht angezeigt oben rechts. Was ist das für ein Quark? Nicht außer Acht lassen? Schwarzbart, oh oh. Oh, hier könnte man auch überall noch zumachen. Störsender? Da macht jemand wo auf? Sterbe ich bestimmt. Dann kann ich nämlich in dieser Ecke bleiben. Wobei, der Schlitz ist hier nicht so schön. Wenn Termit ankommt, haben die den? Wissen wir noch nicht. Bin ich sowieso am Arsch und die kommen wirklich bei mir rein. Die müssen da drüber springen, dann habe ich einen Vorteil, wenn da niemand ankommt. Ich hoffe, meine Gliedmaßen schauen nicht durch die Wand. Jetzt macht jemand das Holz auf, was ich da hingemacht habe. Oh. Ich bin nicht der Spritzenmann. Sonst hätte ich jetzt eine Spritze hinschießen können. Ist da, oh, da ist ja auch ein offenes Loch. So, links kommen sie auf jeden Fall an. Rechts kann aber auch jemand durchspringen, deswegen muss ich jetzt zwei Flanken abklären. Komm rein. Trau dich. Jetzt werde ich von links umgebracht werden. Nein. Mann, habe ich heute ein Glück. Oben macht Termit auf. Das ist normales Holz. Warum? Das war nicht mal verstärkt. Scheiße. Wollen sie uns jetzt rauslocken? Scheiße, sieht man mich immer noch. Scheiße, man sieht uns viel zu offensichtlich. Ich muss meine Position ändern. Da ist es gerade ziemlich kacke in dem Raum, wo die Geisel ist. Deswegen bleibe ich mal hier. Da könnte man mich mit meinen Füßen töten. Also, wegen meiner Füße, die man sehen kann. Mit meinen Füßen, das wäre ziemlich seltsam. Dann halte ich mich lieber hier auf. Wenn jemand die Geisel schnappt, bekomme ich das mit. Wenn hier Schwarzbart ankommt, bin ich am Arsch. Ich will das Fenster mal mit im Auge behalten. Obwohl, da kann man mich auch umbringen. Ich schaue bewusst direkt auf den Schild, weil ich will links und rechts sofort sehen können, wenn was ist. 40 Sekunden noch bei 2 gegen 4. Gleich werden sie losrennen. Die müssen die Geißel bekommen, weil umbringen werden sie uns wohl nicht in 30 Sekunden. Ist aber auch kein Ding-Down-Möglichkeit. Ja, Schwarzball ist schon weg. Ah, 3 gegen 1, wo ist der gestorben? Unten im Keller sind sie wohl. Die zwei lauern außerhalb, ich bin noch recht nah dran. Also wenn, dann kommt er jetzt durchs Treppenhaus. Dann habe ich ihn. 5 Sekunden noch. Das Termit und da war er weg. Das lief wunderbar. Geht's ihm gut? Super. Das war echt nicht übel. Da habe ich mal richtig gut mitgedacht. Da bin ich etwas froh über mich. So, Termit. Auch wenn er nicht so gut gepanzert ist. Trotzdem ein dufter Kerl, den ich in der Beta sehr gerne gespielt habe. Was? Ich habe bloß einen umgebracht? Ich habe doch den, der reingehüpft ist, umgebracht und gerade eben den Termit. Hä? Oder hat da jemand anderes abgestaubt? Aber ich wurde doch angezeigt. Spiel? Das klaut mir hier Eliminierungen. Das finde ich nicht schön. Aber was ist schon schön? Ihr müsst die Geisel lokalisieren. So viel ist es schön. So, ich gehe erstmal in den Keller. Blup. Ah. Hier fallen. Also im Keller sind sie schon mal nicht. Habt ihr gehört? Im Keller ist niemand. Hier braucht niemand runterfahren.
Dann sind sie aber auch ganz oben, weil im Erdgeschoss gucken sie auch schon rum. Wobei, jetzt klingt's... Ah, die sind oben. Es klang jetzt eher, als ob die unten wären. Smoke haben sie. Noch 10 Sekunden. Bin mal gespannt, ob hier noch jemand drin ist. Sieht nicht so aus. So, die Kamera müsste doch hier sein, ja. Ich glaube, man hätte sie hier schon erwischen können. Oben macht jemand auf. Ich meine, ich habe da was gesehen. Vielleicht hat man auch nichts gesehen. Ganz oben ist keine schlechte Position zum Verteidigen, wie ich finde. Wen haben die denn? Die haben Puls. Ah, und einer ist unbekannt. Moment. Ich hoffe, das da erhält mich. Puls, der Arsch ist hier. Ist der bei mir? Nee. Ah, der Arsch. Oh, falsche Taste. Ich weiß noch, was Castle hier zuletzt gemacht hat. Der stand da unten. Hinter mir ist Geländer, oder? Ja. Nicht, dass ich hier noch runterfalle. Haben die ein Loch in der Wand? Ne, die haben verstärkt. Puls lebt noch. Ich wurde entdeckt. Ich hätte erst später nachladen sollen. Und es ist Puls. Da ist doch noch eine, eine normale Kamera. Das kommt doch zu mir schon hin. Komm. Das Ding leuchtet doch noch, oder? Eskortieren. Der muss jetzt rausgerannt kommen. Komm, du Arsch. Der lädt gerade nach. Tots. Geil. Das war eine coole Runde. Das hat einfach mal an allen Ecken und Enden gepasst. Schön. Wie er weggeflogen ist. Herrlichst ein makelloser Sieg und so kommt er mir auch ausnahmsweise mal vor. Schön. Geil. Bin mal gespannt, wie viel Ansehen es gibt. Kann ich mir die Leute mal merken? Der Michael mit den vielen Zahlen. Mit 1, 2 und 3. Arvid, Armen und eine Jahreszahl. Mal sehen, ob ich es hinbekomme. 300 glatt, dann fehlen mir noch genau 250. Und ich würde sagen, hoffentlich überträgt sich dieser Flutsch hier mit in die nächste Runde. Und bis dahin, macht's gut und ciao, tschüss.